Thank you.
siehst du, das Boot ist gestrandet. Jemand hat vorhin geschlafen. Nein, geht nicht. Steig ein. Ich werde es ziehen. Du bist still. Geht's dir nicht besser? Doch, tut es. Ich weiß, du hast mich und Freya gehört. Du glaubst, du begreifst, tust du nicht. Warum sagst du nichts? Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht das, was du wolltest. Aber nach all dem dachte ich, das hat sich geändert. Du weißt nicht alles, Junge. Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Ich bin ein Gottjunge. Aus einem anderen Land, weit von hier. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Junge, hast du nichts zu sagen? Kann ich zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Nein. Nein, das glaube ich eher nicht. Ich bin ein Gott. Und Mutter? War sie eine Göttin? Nein. Sie war sterblich, aber sie wusste, wer ich bin. Ich bin ein Gott. Warum hast du nie was gesagt? Ich wollte es dir ersparen. Ein Gott zu sein, kann ein Leben voller Kummer und Leid bedeuten. Das ist der Fluch. Was kann ich denn so? Kann ich fliegen? Unsichtbar werden? Ich fühle mich nicht wie ein Gott. Ich kenne deine Kräfte als Gott nicht. Aber sie werden sich zeigen. Ich kann nicht zu einem Wolf werden? Ich lasse mich gerne überraschen. Höre ich deshalb manchmal Stimmen? Hast du wirklich nie welche gehört? Nicht so wie du. Das ist nicht überraschend. Jeder Gott ist einzigartig. Also werde ich vielleicht nicht so stark wie Vater, bekomme aber eigene Fähigkeiten? Die hast du doch jetzt schon, Jungchen! Deine Sprachbegabung ist außergewöhnlich für jemanden, der so jung ist. Die Zeit wird zeigen, wozu du sonst noch fähig bist. Du hast es also gewusst? Ja, aber ich habe mehr als Götter bekannt. Mich offenbar auch. Wer wusste wohl noch, dass ich ein Gott bin? Freya natürlich. Brock und Sindri? Sie müssen das nicht wissen. Baldi!
Weiß er es? Verfolgt er uns deshalb? Kennst du ihn von früher? Am Tag der Beisetzung deiner Mutter sah ich Walter zum ersten Mal. Das ist die Wahrheit. Hey, wir müssen doch nicht direkt zur Tyrsgruft zurück, oder? Ich meine, wir sind Götter. Wir können tun, was wir wollen, stimmt's? Worauf hättest du jetzt Lust? Ich werde es dir zeigen. Nochmal, ohne Unterbrechungen. Also, was führt euch zu mir, Freunde? Junger Freund? Und zurück zu dir. Also, falls du noch was brauchst. Ich bin hier. Moment, nein, ja, herein. Groß ist dieses Zimmer, aber Meisterwerk. Was fehlt noch?
noch was? Ich überlege.
Walküre. Wir müssen sie retten. Denk nach, bevor du handelst. Sind wir bereit für einen so mächtigen Gegner? Also ich bin es. Ja, ich auch. Falls das von Belang ist. Oh!
habt meine körperliche Gestalt befreit. Ich bin euch ja so dankbar. Warum das alles? Ich bin nicht sicher. Mein Geist ist noch verwirrt. Der Röxtil a Valkyria. Das ist das Letzte, das ich noch weiß. Was? Valhall wartet. Ich muss zurück. Was ist das, Mimir? Ein Ratsaal sozusagen, tief verborgen in Midgard. Die Valkyrien brauchten oft einen Ort, um sich fern von Odins neugierigen Blicken zu beraten. Sie glaubten sich unbeobachtet, doch der Allvater sieht alles, wie es schon heißt. Wo ist er? Erinnert ihr euch an den Raum mit den 8 Thronen? Ich glaube schon. Aber wir waren schon an so vielen Orten. Er liegt links der beiden Ruderstatuen. Ich habe es zu der Zeit nicht gesagt, weil ich mir nicht sicher war. Finden wir da heraus, warum die Valkyren so sind? Der Raum hatte eine besondere Bedeutung für sie. Dort werden wir etwas finden, ganz gewiss. Wenn ich ein Gott bin, vielleicht kann ich fliegen. Nein, nein! Götter müssen auch auf dem Weg bleiben, da bin ich ganz sicher. Mimir, was hat dir die Schlange noch erzählt? Klang irgendwie wichtig. Es bedeutet sicher nichts. Die Schlange meinte, der Junge kommt ihr bekannt vor. Ich? Das ist unmöglich. Oh, dem stimme ich zu. Es sei denn, vielleicht sie spricht von etwas, was noch kommen wird. Es heißt, wenn Jörmungandr und Thor zu Ragnarok kämpfen, erschüttert dies den Baum des Lebens derart, dass er zersplittert und die Schlange durch die Zeit zurückschleudert, sogar vor ihrer Geburt. Was? Das ist doch verrückt. Ich hab doch gesagt, dass es nichts bedeutet.